Hallo, herzlich willkommen. Hier bin ich wieder und ich habe mir überlegt, was könnten wir denn jetzt noch mal Schönes machen, sozusagen als kleines Zwischenprojekt mit den Sachen, die ich euch schon gezeigt habe. Ganz neu mit dabei ist die Pendelachse und die Lenkachse, die kennen wir schon von anderen Videos, die kommt auch wieder zum Einsatz. Und ich habe mir gedacht, wir bauen mal ein Modell, wirklich Schritt für Schritt, komplett von A bis Z auf. Ich habe mir als Modell den MAN herausgesucht. Ich habe ihn schon fahren sehen in verschiedenen Varianten. Ist ein wunderschönes Modell und den wollen wir jetzt mal gemeinsam umbauen. Hier ist es nun, das schöne Modell, das wir umbauen wollen. Und beginnen werden wir mit der Hinterachse, mit der angetriebenen Achse, mit dem neuen 3D-Pendel vom Sigi. Und damit wir das einbauen können, und damit ihr auch alles seht, dürft ihr mal wieder über die Schulter gucken. Dann bauen wir erstmal ein bisschen auseinander und dann zeige ich euch mal schnell, wie wir die Achse einbauen. Bis gleich. So, die Perspektive kennt ihr bereits. Ihr dürft mir hier über die Schulter schauen. Das hier ist das Modell. Wie schon gesagt, wollen wir hier die Hinterachse einbauen und zwar angetrieben, pendelnd und zwar nicht einfach nur pendelnd nach links und rechts oder sowas, sondern in alle Richtungen pendelnd. Und dafür habe ich euch die 3D-Pendelachse. Das ist jetzt die Pendelachse aus dem Sigi-Sorglos-Paket, wo bereits vorgebohrt ist, auch für die Madenschrauben. Es sind vier Motore mit dabei, die hier einfach dann an der Seite hineinkommen, festgeschraubt werden und fertig ist das Ganze. Und die wollen wir jetzt einbauen. Habe nur eins von diesen Modellen. Seht es mir nach, ich habe das ganze Modell auch noch nicht ein einziges Mal auseinandergebaut. Das heißt, auch ich muss mich hier erstmal ein bisschen orientieren, wo ich hin muss, was ich brauche, wie ich hier am besten klarkomme. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Der erste Schritt ist getan. Wir haben die Hinterachse freigelegt. So schaut das Ganze jetzt aus. Das kennen wir. Das ist Standard-Bruderaufbau. Und jetzt müssen wir nicht sehr viel machen. Wir schneiden jetzt hier erstmal die Achsen raus und bauen unsere Pendelachse ein. Wie bekommen wir die Achsen nun aus dem Modell? Gibt hier verschiedenste Lösungsansätze. Das heißt, wir können hier die Flex ansetzen, wir können es rausdremeln, wir können es auch einfach nur mit einer Säge heraussägen. Gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Mal gucken, wie kommen wir von der anderen Seite hier hin. Auch nicht viel besser. Aber nachdem das ganze Plastik hier unten sowieso raus muss, werden wir hier mal den Dremel ansetzen. Gucken, ob wir es damit rausbekommen. Erster Teil geschafft. Wir haben die Achsen, die bestehenden, ausgebaut. Ich werde oder habe fest vor, diese Reifen später auch wieder mit den Radadaptern zu verwenden, zusammen mit der Pendelachse und der Lenkachse. Wie geht es jetzt weiter? Die Achsen sind raus. Wie bekommen wir jetzt die Pendelachse am einfachsten ins Modell? Das heißt, wir schneiden hier unten diesen ganzen Plastikblock mal raus. Ich zeichne das einfach jetzt mal an. Das heißt, wir machen hier einen Schnitt. Wir schneiden diesen Teil raus. Diesen Teil hier auch. So. Das heißt, dieser ganze Block fliegt raus und dieser angedeutete
Block fliegt raus und wir nehmen es von der Seite und schneiden hier das hier plan weg. Bis hierher. Das hier kommt weg. Dieser mittlere Boppel muss stehen bleiben. Ja, ist ganz wichtig. Den dürft ihr nicht abschneiden. Wie wir das abschneiden, ist relativ egal. Ich werde auch hier wieder den Dremel ansetzen. Nachdem ich jetzt hier mehr oder weniger gewalttätig das Ganze sauber gemacht habe, ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Das heißt, hier das Zeug ist raus, dieser mittlere Steg bleibt stehen und hier ist es plan geschnitten. Der hier bleibt stehen, ganz wichtig auf beiden Seiten, denn hier machen wir jetzt weiter. Auf dieser Seite hier ist ein kleiner Punkt in der Mitte. Hier gerade mal. So. Hier in der Mitte ist ein Plastikpunkt. Genau in die Mitte bohren wir ein Loch. Auf dieser Seite und auch auf der anderen Seite. Ich mache das erstmal mit einem kleinen Zentrierbohrer. Also beide Seiten, kleines Loch in die Mitte dieses Teils. Ich nehme jetzt mal einen etwas größeren, aber noch nicht endgültigen Bohrer. Bohren wir auf beiden Seiten hinein. Ihr seht jetzt hier das Loch, das ich gebohrt habe. Und das bohren wir auf 7 mm. Also sprich, 7 mm Bohrer. Und vorsichtig aufbohren. Mal schauen, ob ich das einfach hinbekomme. So. Das Plastik gibt hier natürlich schön nach. So, das haben wir jetzt auf 7 mm aufgebohrt. Das Ganze auf der anderen Seite auch. Ist jetzt noch nicht ganz sauber, gebe ich zu. Muss man jetzt einfach mit der Feile oder irgendetwas Ähnlichem ein bisschen drüber gehen, das Ganze nochmal glatt machen, nochmal mit dem Dremel ein bisschen nachbearbeiten. Aber
Im Groben kann man zumindest mal gucken, passt das Ganze jetzt, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt kommt die Besonderheit. Hier ist die 3D-Pendelachse. Wie gesagt, Motoren sind immer mit dabei in der Susi-Sorglos-Ausführung, sind auch gleich die Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten und die Madenschrauben sind mit dabei für die Motore. Es sind die Kabel angelötet. Es ist wirklich alles fertig eigentlich zum Einbau und Anschluss. Und jetzt kommt der Clou an der Sache. Schauen wir mal, ob das Ganze hier gleich so reinpasst. Und, als hätten sie es nicht gesagt, es sitzt. Und jetzt kommt die Besonderheit des 3D-Pendels. Das heißt, er kann sich in diese Richtung ausgleichen, er kann sich in diese Richtung ausgleichen und er kann sich rundherum in alle Richtungen pendelnd in allen Varianten ausgleichen. Wer mehr Pendelweg möchte, kann hier oben natürlich noch etwas ausschneiden, kann hier ein bisschen mehr Material wegnehmen, aber das hier ist ungefähr 1 cm Pendelweg, wenn ich das hier sauber gemacht habe. Das sollte erstmal genügen. Wie gesagt, nacharbeiten kann man immer, aber lieber erstmal so einbauen, gucken, passt das mit den Reifen, nachher kommt der Kotflügel wieder oben drauf und ich kenne das, es wäre nicht das erste Mal, der Kotflügel kommt drauf, ich baue die Reifen ein und ich schepper oben dagegen. Deswegen erstmal so lassen, nicht ausschneiden. Und das Ganze sitzt. Hier kommen die Motore rein. Und ich habe ihn ja noch da von dem Video zu dem Radadapter. Hier ist der Reifen. Ist der gleiche, wie wir hier rausgemacht haben. Hier ist der Radadapter drin. Und ich könnte jetzt im Endeffekt schon das Ganze hier so aufbauen. Und ihr seht schon, es passt einwandfrei. Und von der Entfernung her sind wir gleich, wie wir vorher waren. Von dem her sehr einfaches Spiel. Das war's für heute. Erstmal die Pendelachse ist drin, eingebaut, funktioniert auch schon. Das nächste Mal machen wir mit der Lenkachse weiter. Es kommen noch die Radadapter und auch das Modul für den Kipper. Alles einfach zur Hand zu haben, schneller Umbau. Und ihr seht, das Ding ist angetrieben. Schneller, besser, einfacher könnt ihr es eigentlich gar nicht mehr haben. Und ich kann es jederzeit einfach rausklicken und kann etwas anderes einbauen. Ich kann was verändern. Ich kann die Motore einfach tauschen. Ich bin da sehr, sehr flexibel. Ich kann das Ganze natürlich auch für andere Sachen zweckentfremden. Aber da ist jedem Modellbauer ihm selbst überlassen. Ich freue mich auf das nächste Video, wenn wir die Lenkachse einbauen. Ich werde jetzt hier unten noch ein bisschen sauber machen, das ganze Zeug ein bisschen rausfeilen, damit das beim nächsten Mal dann auch ordentlich aussieht. Bis zum nächsten Mal.